Yo, what's up, Bros? Hier ist Next in the House, my man. Partet er mir mit Next. Crazy Maisie, I know it. Gut, in der letzten Folge ist das Ende so extrem krass abgeschnitten, weil irgendwie ein Fehler mit der Aufnahme passiert ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir die Ellie hier jetzt gefunden, sind ja hinterher geritten. Hier so in die Prärie geritten. Und haben wir sie jetzt gefunden. Den Teddy nehmen wir natürlich mit, wenn wir es können. Und dann sind wir jetzt auch hier direkt beim Geschehen ist. Ihr habt bestimmt schon mitbekommen jetzt, dass vielleicht da draußen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, auf jeden Fall da draußen sind jetzt ein paar böse Buben, die wollen uns dann jetzt den Hintern versohlen und da wir einfach coole Typen sind, lassen wir das natürlich nicht zu, werden natürlich jetzt erstmal die Waffe wechseln, hier. Und natürlich hier gleich mal fett einen Headshot gegeben. Geile Scheiße, Alter. Auf jeden Fall sind jetzt hier ein paar Leute in dem Haus drin. Aha, okay, jetzt weiß ich auch, wie man nachladet anscheinend. Geile Scheiße. Jawohl, genau, schön. Hier das Fleischerbeil-Haken da, Fleischerbeil-Messer mitnehmen. Ellie, du bist schön hinter mir. Und jetzt müssen wir halt eben aufpassen. Wir müssen jetzt hier irgendwie aus dem Haus rauskommen. Wir wollen natürlich jetzt nicht sterben. Wir müssen ja alles... In dem ganzen Haus müssen wir nach den bösen Buben hier suchen. Ausschau halten natürlich, dass wir nicht sterben. Gut, wow. Geile Dusche, ey. Hatte ich jetzt noch so Regendusche? Oh, geile da... Oh, wow. Geile Scheiße, Alter. Okay, gut, hier ist alles voll. Wir können da nichts aufnehmen. Jetzt müssen wir halt eben wirklich vorsichtig sein. Nichts umschmeißen, bla 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 und den ganzen Dreck halt eben. Weil, wie schon gesagt, in dem Haus sind böse Buben und die wollen uns den Hintern versohlen. Wir müssen halt eben jetzt erstmal noch hier ein bisschen rumschauen. Vielleicht finden wir jetzt hier doch etwas. Irgendwo müsste ja bestimmt noch irgendwas zum Einsacken sein. Ich weiß, in der letzten Folge sind wir hier zwar auch rumgelaufen, aber was soll's, was soll's, was soll's. Okay, jetzt gehen wir mal ganz leise nach unten. Alter, was war denn das? Okay, ich habe jetzt gelernt, wie man nachladet. Oh, jawohl! What the fuck? Und schön in die Fresse. Genau so mit dem Fleischerhaken hier. Wow. Komm, 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 Freundchen, komm. Die verpasse ich einen Header, Alter. Okay, gut, wir gehen jetzt erstmal nach oben und heilen uns. Wir wollen ja natürlich nicht sterben. Ach, scheiße, wir haben überhaupt nichts. Ah, doch, wir haben zum Glück hier diese Lumpen und Alkohol, was wir am liebsten jetzt trinken würden. Richtig schön hier fett besoffen dann die Zombies killen. So, jetzt mal schnell noch heilen. Dann können wir wieder gegen die Bösen kämpfen. Hey, 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 hey. Scheiße. Bleib, bleib, bleib. Alter, bleib doch stehen, dass ich dich... Er hat eine Knarre! Der hat eine Knarre, ja. Ich muss mich ja wohl irgendwie wehren können, ne? Waren es jetzt alle oder sind da noch irgendwo welche? Na, das werden wir jetzt herausfinden müssen, leider. Bestimmt sind hier noch irgendwo okay. Welche. Alles sauber. Ah, ne, doch nicht. Geil, scheiße. Zu den Pferden. So, jetzt werden wir wieder in die Prärie reiten. Wieder in den Sonnenuntergang mit Ellie und mit seinem Bruder. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Die Ellie ist anscheinend ein bisschen angepisst jetzt, ne? Aber warum bist du angepisst, Mädchen? Wir haben dich gerettet. Wenn wir jetzt nicht da, wärst du wahrscheinlich tot, Ellie. Meine Fresse, ey.
Okay, und jetzt reiten wir wohl anscheinend wirklich in den Sonnenuntergang. Mit den Pferden, mit Ellie, dem Bruder und Joel. Und da ist anscheinend jetzt ein Dorf. Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde das gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Ey, komm mit zurück und lass uns nochmal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen, okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob da unten jetzt böse sind oder ob wir da ganz gechillt lang reiten können. Kriegt das andere Team den Ball. Genau, das ist ein Turnover. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. Okay, gut, jetzt können wir selber reiten. Ich frage mich, wo wir jetzt langlaufen müssen. Ah, nee, nicht runter. Ruhig, Kallus. Ab wieder drauf. Was ist Kallus überhaupt für ein Name? Du hättest Tommy ja fragen können, wie er heißt. Kallus. Boah, sieht das einfach wunderschön hier aus. Mal schauen, ob wir hier noch irgendwo was finden, was wir einsammeln können. Nee, für mich sieht hier nichts wie ein Spiegel aus. Wir reiten zum Innenhof. Von da sollten wir den Campus überblicken können. Ja, ich bin jetzt mal echt gespannt, was dann uns erwarten wird. Ob da jetzt wirklich alle gut sind, die Fireflies, oder ob da die Hunter sind. Nicht Hunter. Ja, doch, die Hunter, da die Jäger, wo uns dann töten wollen. Jetzt müssen wir anscheinend zu Fuß weitergehen. Oder können wir da durch? Okay, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Kann er vielleicht darüber? Ah, jawohl, geil, scheiße. Da kann ja da drüber springen. Gut, dann sind wir wohl anscheinend ganz in der Nähe jetzt vom Campus an der Universität. Gut, also hier wird wahrscheinlich auch keiner mehr studieren. Dann wird es jetzt nie wieder schlaue Menschen geben und nie wieder Studenten, die man einfach so ärgern kann, ne? Ja, schade sowas. Schade, schade, schade. Ich glaube, ich bin hier falsch gelaufen jetzt. Was ist denn das? Ah, Flaschen. Okay, das heißt wahrscheinlich, dass da bestimmt demnächst irgendwann Zombies, also Hunter, na, ich mit meinen scheiß Hunter, diese Klicker kommen oder andere, damit wir die dann ablenken können. Ah, da geht's weiter, genau. Jetzt müssen wir anscheinend hier durch dieses kaputte Gebäude durch. Mal schauen, ob wir hier irgendwo was finden. Die Leute sind da wohl. Fireflies, meine ich. Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. So, dann werde ich jetzt mal absteigen und schauen, ob ich die Tür da aufkriege. Ja, mach das mal. Ich guck mal, ob ich die Tür jetzt aufkriege. Ah ja, natürlich kriege ich die Tür auf. Klingt nach Runnern. Bleib beim Pferd. Bist du sicher? Ja, ich will nicht, dass er wegläuft. Bin gleich zurück. Oh Gott, was ist denn da? Hört ihr die Schreie da von einer Frau? Wir müssen jetzt mal nach oben gehen. Wir haben Nachladen nochmal. Dass wir auch volle Schuss haben. Jetzt mal vorsichtig nach oben. What the fuck? Jawohl, genau so übertrieben. Oh, jetzt schön langsam hier vorbei. Da war doch eben noch einer. Ah, genau da.
Jetzt mal hinschleichen. Die Scheiße, die laufen anscheinend im Kreis. Habe ich das Gefühl. Ah, nee, doch nicht. Okay, jetzt vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig und... Oh, die Zombies sind genauso doof, Alter, wie die Hunter. Warum hat... Scheiße, scheiße, scheiße. Joe, 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 Joe. Ja, genau. Waren das alle? Bitte, bitte, bitte. Das war das. Okay, gut, jetzt kann ich wieder zurück zu Ellie. Jetzt noch hier auf jeden Fall die Munition hier einsacken, ne? Die lassen wir natürlich nicht hier einfach so liegen. Gehen wir mal nach da draußen. Das ist anscheinend der Campus. Oh, der sieht richtig schön aus. Also hier würde ich auch gerne studieren. Sieht richtig geil aus. Naja, okay, gut, hier wird niemand mehr studieren. Wie gesagt schon, es gibt keine schlauen Leute mehr. Es wird nie wieder schlaue Leute geben, ne? Die werden nie wieder ein Diplom machen oder sowas. Die werden jetzt nur noch Straßenabitur machen, hier. Oh, da kommt sie schon. Hey, ich habe überlegt, ich wäre gern Astronautin geworden. Tatsächlich? Ja, wie es wohl ist, allein im Weltall zu sein. Das wäre cool, glaube ich. Oh, willst du etwa auch so wie Felix Baumgartner oder wie der Typi da heißt, aus dem All springen? Sag mal jetzt, ey, willst du mich verarschen? Los, rutsch. Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal mit dem Pferdchen nach oben. Bisschen schneller. Jetzt mal überlegen, wo kann er denn da hoch? Verarsch mich nicht. Ah, nee, wir müssen da lang anscheinend. Bin gleich wieder da. Ich warte. Was denn das? Kein Saft. Scheiße. Da war doch auch eben noch ein Zettel. Wandtafel, Notiz. Okay, gut, machen wir mal. We had to ring up the door to the generation push there. Please use it. Okay, weiter geht's. Wer sich da durchlesen konnte, kann ja auf Pause machen. Aber wir wollen jetzt hier schnellstmöglich durch das Tor. Wir wissen ja nicht, ob vielleicht doch irgendwo noch Zombies auf uns lauern. Ah, da ist der Generator schon. Bestimmt kommen dann noch auf der anderen Seite ein paar Zombies. Ah, wir hätten die sowieso töten müssen anscheinend, habe ich das Gefühl. Ah, scheiße. Gut. Noch einmal. Jetzt wahrscheinlich noch einmal, dann haben wir es geschafft, ihr Pros. Pros. Ey, wenn ich Bros sage, hört sich an wie Prost fast, ne? Ha, bin ich mal wieder witzig hier. Ich habe mal wieder einen Clown gefrühstückt, habe ich das Gefühl. Ne? Okay, gut. Jetzt haben wir hier wieder Saft. Dann können wir das Tor hier jetzt mal aufmachen. Was denn das? Geile Scheiße. Was denn das? Sieht aus wie so Farbkugel. Farbkugelwaffe. Ah, ne, Flammenwerfer. Ach, du Scheiße, ey. Das ist ja mal richtig geil. Da haben die Zombies aber keine Chance, Alter. Dann werden wir mal richtig fett... Dann einen Brand legen, wenn die uns in die Quere kommen und dann haben sie keine Chance. Geht's jetzt auf? Was Jawohl. Ist mit dir? Was wolltest du werden? Oh. Tja, als ich klein war, wollte ich wohl Sänger werden. Ach Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Nein. Na los, ich lach nicht. Das wird nichts. Joel, bitte. Also du wirst wahrscheinlich nicht lachen, aber ich würde dann lachen. Ey, überlegt euch doch mal, hier in so einer scheiß gegen Zombie-Apokalypse und sonstige Scheiße fängt dann auf einmal jemand an, fröhlich hier rumzusingen. Also das passt ja mal voll nicht. Ah, da drüben waren wir schon, da haben wir schon, da sind wir dann lang gelaufen und dann nach unten. Ah, okay, gut. Dann schätze ich mal, wir müssen jetzt nach da oben. Also es ist eigentlich schon ziemlich praktisch, dass wir ein Pferd haben. Da müssen wir nämlich nicht den ganzen Scheißweg laufen. Sind das Affen? Ja, eine ganze Horde. Irgendwann habe ich schon gedacht, die greifen mich jetzt an. Aber zum Glück nicht. Ich weiß nicht. Also irgendwie traue ich dieser Gegend jetzt gerade nicht gerade so besonders. Oh, habt ihr gehört, was für ein geiles Satz ich gesagt habe? Ey, ich bin gerade nicht gelaufen und trotzdem hat das Pferd so Hufgeheusche gemacht. Ah, doch, mit dem Hinterpfoten. Ah, oder Hinterhufen oder wie auch immer das sagt. Okay, müssen wir jetzt den Affen da folgen, oder?
Okay, jetzt bin ich am Überlegen, wo müssen wir lang? Es wird doch mal wieder Zeit für einen Bossfight. Ja, ihr Affen, rennt! Rennt! Das war richtig toll. War das dein erster Affe? Das war mein erster Affe. Du bist aber auch so ein Affe, ja, Ellie. Sollte hier nicht mal irgendwer sein? Vielleicht halten sie sich einfach lieber bedeckt. Freu dich nicht zu früh. Es ist, glaube ich, wirklich besser, wenn hier niemand ist, weil, Ellie, ich habe keinen Bock hier auf einen Bossfight, weil die Bossfights sind ziemlich krass. Fireflies. Wo? Wo? Ah, da. Ah, okay. Gehen wir da mal hin. Ich seh's. Das ist gut. Ein Zeichen der Fireflies. Ja, das ist sehr, sehr gut. Gut, wir müssen jetzt anscheinend da lang, aber wir können mal kurz in die Richtung da schlendern. Hier ein bisschen durch die Gegend reiten. Okay, gut, das ist also dann der andere Weg, wo wir auch hätten langlaufen können. Aber wir sind natürlich den kurzen Weg gelaufen, sind strikt geradeaus gelaufen. Sind die Affen schon wieder nach unten geklettert oder lauern die immer noch da oben auf den Dächern rum? Naja, auch egal. Wir gucken mal, ob da in dem Schrank... In dem Schrank? Wie komme ich denn auf Schrank? Genau, da drin ist irgendwo was. Wir gehen jetzt... Also, ich gehe jetzt mal rein. Und dann sehen wir, dass das eigentlich nur Alkohol ist, den wir leider nicht trinken können. Warum kann der Joel nicht einfach mal einen Schluck von dem guten Whisky hier trinken? Ich glaube, dem würde es auch viel besser gehen, wenn er mal einen Schluck Whisky hätte. Ne? Aber nein, er muss diesen Alkohol immer für... Oh, wir gehen mal nach da oben. Können wir da jetzt einfach ganz gemütlich nach oben klettern? Oh, bin mal gespannt, was da uns erwartet dann. Okay, ich darf mich nicht zu früh freuen. Vielleicht sind da oben jetzt sau viele Klicker. Oder... Habt ihr den Fell gerade gesehen? Ey, krass, 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 krass. Voll den Bug hier. Aber bestimmt erwartet uns da nichts. Bestimmt können wir da nicht weiterlaufen oder sowas. Bestimmt ist irgendwann Schluss mit dem... Ja, wie ich schon geahnt habe, hier ist nichts, hier können wir nichts einsammeln. Gut, dann laufen wir wieder runter zum Pferdchen. Und dann reiten wir jetzt mal wieder weiter, weil ihr habt ja gesehen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, auf jeden Fall ist da wieder ein Generator, den wir dann betätigen müssen, damit wir durch das Tor können zu den Fireflies und die Ellie ins Labor bringen und dann die ganze Menschheit retten und dann... Gut, mal. Kriegen wir den Friedensnobelpreis und alles Mögliche, weil wir einfach King sind. Und Pros, ich sag's euch, wir haben es richtig dickfett drauf. Gut, also in dem Haus war jetzt nichts drin. Cool, dass man trotzdem in die Häuser da reingehen kann. Aber wie ihr gesehen habt, ist da nichts Besonderes zum Einsammeln. Gut, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen gucken. Okay, ich schätze mal, da, genau da ist der Weg. Okay, und jetzt zum Tor. Ja, aber... Ja, lass das Pferd doch einfach ganz gechillt hier, ne? Da ist es. Da bewegt sich nichts. Der bewegt sich nicht. Mach Sachen, wirklich. Da draußen ist aber so ein Kabel. Das heißt, anscheinend, wir müssen das nach da drüben dann dran machen. Noch ein Generator. Ah, knapp vorbei. Das haben sie wohl hingebastelt. Okay, du bleibst hier und... Hältst das Pferd. Genau, und wir... Warum hältst du nicht das Pferd? Tut mir leid, ich bin nur nervös. So, also, warum du wartest, ist halt einfach ganz einfach. Ich bin halt eben der Let's Player, sagen wir es mal so. Ich muss die Leute hier unterhalten und ich meine, was ist denn das für ein Video, wenn ich da jetzt einfach nur doof rumstehe und du dann die ganze Arbeit erledige? Ich meine, irgendwie muss das schon Sinn ergeben beim Let's Playen. Okay, gut, jetzt habe ich gerade ein bisschen Schiss. Das sieht ziemlich gruselig aus. Mal gucken, was hinter dieser Tür ist. Okay, hier ist wieder eine Bottle. Das ist aber kein Alkohol. Oder doch, vielleicht ist das Ethanol. Falls jemand wissen will, was Ethanol ist 100%iger Alkohol, sage ich mal. Und woher ich das weiß, ist, ich habe einen Beruf, wo halt eben mit Chemie zu tun ist. Und deswegen weiß ich es. Aber egal, genug davon.
Wir laufen jetzt hier ganz geschlendert hier in Sporen. Ah, okay, gut. Zum Glück haben wir eine Maske dabei, die uns dann wenigstens von den Poren da den. Oh, geil, das nehmen wir jetzt mit hier. Und eine Sprengfalle oder was auch immer das jetzt war. Ah, nee, das war so eine Nagel. Eine Nagelbombe. Sind es jetzt alles Klicker? Ach, geile Scheiße hier, ne? Natürlich sind jetzt hier überall Klicker. Oder? Doch, das sind überall Klicker. Wir können jetzt, wie gesagt, bei den Klickern ist es ja eigentlich viel einfacher, weil da müssen wir taktischer vorgehen. Da können wir ganz gemütlich bei denen vorbeischlendern, ohne irgendwie Ärger zu haben dann. Und das werden wir dann jetzt auch mal direkt machen, ohne irgendwie Ärger zu machen. Wir können sie mit Flaschen und allem Möglichen irgendwie weglocken. Dann haben wir es noch leichter. Und da schlindert oder da hängt einer faul rum. Dann werden wir jetzt ganz Fuck you. Der schläft doch bestimmt, oder? Oh Gott. Hop, 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 Joel, 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 Joel. Wir müssen uns jetzt einen Plan überlegen, wie wir jetzt bei dieser Schnarchtüte hier vorbeilaufen können. Ich glaube, den müssen wir töten. Oh, scheiße, und wir sind jetzt ganz alleine hier. Richtig kacke. Okay, da schlendert wieder einer. Oh, ich hab's voll mit meinem Schlendern irgendwie in dieser Folge. Ist euch das schon aufgefallen? Oh, ich fang gerade an zu schwitzen. Wegen dieser Schnarchtüte hier. Ich frage mich, ob der uns auch nicht sehen kann. Oh, Alter, diese Geräusche, diese. Oh, das macht mir schon ein bisschen Angst. Gut. Oh, bitte. Bitte seh uns einfach nicht, okay? Wir könnten es auch eigentlich. Okay, der kann uns anscheinend nicht sehen. Oh, leck mich am Arsch. Gut, dann werden wir jetzt da schnell durch die Tür hier durch. Oh, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Oh, Joel, mach bitte schneller. Oh, scheiße, jetzt aber flott hier. Oh, ist mir gerade eben mein Herz in die Hose gerutscht, Alter. Oh, leck mich am Arsch. Alter, wenn ich jetzt hier bei diesem Spiel jetzt gerade so einen Herzsensor hätte, dann würdet ihr krass sehen, dass mein Herz gerade so extrem abgegangen ist. Nur wegen diesem scheiß Riesenfieder. Oh, leck mich am Arsch. Krasse Scheiße. Okay, müssen wir jetzt durch die Tür hier, oder was? Nö. Oh, hier könnte man noch locker richtig geil Let's Play machen. Hier, so Let's Play machen. Hier, ne, an dem Monitor PlayStation anschließen und dann The Last of Us spielen. Oh, ich hätte das jetzt übelst gefeiert, ne, wenn ich jetzt die Tür aufmache und dieser riesen Typi da steht dann auf einmal vor der Tür. Würde ich übelst feiern. Infizierte, mir geht's gut. Okay, gut, das war jetzt Action genug. Ich hoffe mal, das war's jetzt mit der Action. Ich will jetzt nur noch ganz schnell zu den Fireflies und die Ellie dort heile hinbringen und mich auch natürlich und euch natürlich auch, Bros. Geil, jetzt müssen wir anscheinend noch, wenn wir jetzt wieder reingehen müssen und dieses scheiß Kabel holen müssen, dann kotz ich aber. Dann kotz ich so richtig, Bros, das sage ich euch. Naja, okay, gut. Zum Glück ist ja. Jo, chill mal. Geht nicht. Kabel zu kurz. Verstehst du, Mädchen?
Oder vielleicht finden wir hier irgendwo etwas. Oh, das müssen wir ewig noch suchen, bis wir mal dieses Seil da, bis wir so ein Kabel gefunden haben, wo uns dann helfen könnte. Aber warum ist es so kurz? Warum habt ihr das abgeschnitten, Mann? Gibt's doch nicht. Warum wollt ihr nicht, dass da irgendwelche Leute herkommen? Oh, mies. Ich habe jetzt irgendwie das ungute Gefühl, dass ich jetzt wieder rein muss und ein Kabel. Oh, ich würde das jetzt übertreiben. Ach so, ich muss hinschieben. Ach, geile Scheiße. Ist ja viel einfacher als gedacht. Ich habe schon gedacht, ich muss jetzt hier überall rumsuchen. Aber nein, ist nicht so. Ganz einfach hinschieben und anstöpseln und Tor auf und durch und zu den Fireflies und dann die Menschheit retten und dann den Oscar bekommen. Fürs beste Let's Play natürlich. Ja, ich sag's ja. Ja, dann mach mal auf. Mach mal auf. Ach so, wo hab ich meinen Kopf bloß wieder, ey? Ich muss mal die Scheiße hier erstmal anmachen. Und schwuppi und whuppi und juhu. Na gut, versuchen wir es mal. Ja, komm schon durch. Los. Die Klicker. Waren das Fireflies? Nein. Nein, ich glaube nicht. Und wenn doch? Gibt es Infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Okay, wir sind ganz in der Nähe. Da vorne ist dieses Labor hier. Wir sind ganz in der Nähe vom Labor. Bestimmt werden wir jetzt angegriffen. Sieht ganz danach aus, als würden wir gleich angegriffen werden. Kann gar nichts. Ja, langsam sollten wir jemanden treffen. Okay, gehen wir rein. Okay, dann gehen wir jetzt mal ganz schnell hier durch, rein ins Labor. Und dann werden wir leider feststellen müssen, dass alle tot sind. Und dass wir keine Chance haben, auf Überlebende zu treffen. Und dann werden wir heulen. Hey, wie wär's da drüben? Ja, scheint der Eingang zu sein. Okay, gut, dann müssen wir jetzt anscheinend wieder mal absteigen. Genau, so macht man das, Joel. Hinlaufen und dann mal das Tor aufmachen. Zugerostet. Hier kommen wir nicht durch. Vielleicht kommen wir rüber. Ja, okay, gut. Wie willst du mit dem Pferd da rüberkommen? Oder wir lassen das Pferd einfach da und scheißen aufs Pferd. Ich meine, wer braucht denn schon ein Pferd jetzt? Wir sind jetzt ganz in der Nähe vom Labor und können dann einfach mal jetzt Dingens, Zeugs, Bummens da herstellen. Und das ist gut so. Okay, ich weiß, Crazy Macy, I know it. Und ihr wisst es auch, genau, Bros. Gut, da genau, hier ist der Weg. Anscheinend durch das Tor, durch die Tür hier. Und dann können wir dann direkt hier runter? Ah, nee, schade. Okay, wir müssen jetzt hier wieder durch. Was leider nicht möglich ist, weil die Tür hier zu ist. Ach Gott. Gibt's ja gar nicht. Wo können wir denn lang? Anscheinend müssen wir dann komplett außen rumlaufen. Und, ach Gott. Wie doof ist das denn? Naja, okay, gut. Wäre halt eben auch ziemlich scheiße, wenn alles so einfach wäre, ne? Bros, Sis, Dogs, Cat, whatever. Oh, können wir vielleicht da rein? Wenn wir jetzt da rein, dann lache ich. Nee, aber das sieht nicht danach aus, als können wir rein. Das sieht nämlich nicht so wie eine Tür aus, wo wir einfach reinspazieren können und sagen, hallo, hier bin ich. Ah. Ha. Was haben wir denn hier Feines? Eine Tonne und die werden wir dann da hinschieben und dann können wir drüber klettern. Jetzt könnten wir es eigentlich dann auch rollen lassen, oder? Wenn ich es jetzt... Geile Scheiße. Ich wollte, aber es geht. Ah, wir brauchen aber. Oh! Oh, krass, Alter. Eben habe ich schon gedacht, so, wer steht denn da? Weil die Ellie vor mir gestanden hat, aber ich habe vollkommen vergessen, dass wir das Pferd da jetzt stehen lassen müssen und das dann jetzt auf. Da ganz alleine lassen müssen, das arme Pferdchen. Wird jetzt bestimmt sterben. Wird bestimmt jetzt auch einer von denen. Bösen Klickern oder Hunter oder was auch immer. Okay, und jetzt? Ah, genau, da ist ja der Eingang.
Wir sind da, hallo. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. Danke. Sehen wir uns um. Jo, also ich glaube mal, die Ellie sieht sich am besten um und wir machen jetzt einfach mal eine Pause, ne? Dann wird die Folge hier The Last of Us enden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge morgen von The Last of Us mit eurem crazy Let's Player. Wo sind die? Nix. Alles klar, wir suchen sie dann in der nächsten Folge. Tschüss!